Naja, die Halbsaison ist eigentlich jetzt vorbei und für Ventura war es eigentlich eine ziemlich coole Saison. So der Edo hat das Rennen gewonnen. Für mich als Testfahrer und Simulatorfahrer hatte ich viel Arbeit gehabt, eigentlich Anfang Saison, um die Rennsaison zu präparieren. Jetzt, wo meine Supercar-Saison eigentlich angefangen hat, bin ich etwas weniger präsent gewesen, aber heute bin ich hier in Monaco. So ist wirklich speziell, dass wir da sind und ja, wir freuen uns auf unser Heimrennen mit Venturi. Ja, Edo hat schon ein Rennen gewonnen mit Venturi und es war ein chaotisches Rennen gewesen, aber eben das gewonnen haben ist gut gewesen. Auch die letzten paar Rennen sind immer der Punkt gewesen. Der Felipe ist immer in der Nähe gewesen und hoffen wir vielleicht, das ist eine Strecke, die er kennt. Vielleicht hat das können da in Monaco. Ja, für mich da eigentlich bin ich wirklich da am Wochenende zum meistens mit Sponsoren. Jemand anderes ist Simulator, den ich machen soll, bin ich da. Und im Fall der Fälle, wenn etwas passieren würde, würde ich einspringen. Auf einer Seite hoffen wir das nicht, aber für meine Seite manchmal hoffen wir das.